1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, das kann ich nie wieder gut machen. Und ich frage euch, ist in eurem Leben etwas geschehen? Habt ihr mal etwas getan oder vielleicht sogar unterlassen, aufgrund dessen ihr sagt, heute sagt, das kann ich nie wieder gut machen? Ich habe so eine große Schuld auf mich geladen. Ich kann tun, was ich will. Es gibt irgendwie gar keinen Ausweg daraus. Ich kann das nie wieder gut machen. Vielleicht denkt ihr das so für euch alleine und tragt es unter Umständen schon Jahre mit euch herum. Vielleicht habt ihr es mit anderen Leuten auch schon besprochen. Wenn ihr es gerne mit mir besprechen wollt, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer kostenfrei 0800 220 50 50 oder die Faxnummer 0800 220 50 51. Erste Anruferin heute Nacht ist Tanja und die Tanja ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Hallo Tanja. Hallo Domian. Jetzt höre ich dich gut. Ja, erstmal ein großes Kompliment an deine Sendung und an dein Team. Dankeschön. Schon ganz oft dich gesehen und schon ganz viel von dir gehört und gelernt auch zum Teil. Sehr nett, vielen Dank. Ja, jetzt rufst du zu diesem Thema an, was ja ein ernstes Thema ist, ne? Ja, ist auch eine ernste Sache, die mir halt passiert ist. Mhm. Ich habe im November 97 einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Das war halt auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Es war nachmittags um 3 und ich bin auf einer Landstraße gefahren und vor mir fuhr halt ein LKW. Und mir kam ein LKW entgegen, das konnte ich auch gut sehen und ich habe das halt so eingeschätzt, dass ich den LKW, der vor mir fuhr, noch locker überholen konnte. Mhm. Was ich nicht wusste, war, dass der LKW, der mir entgegenkam, also auch gerade überholt wurde und derjenige, der quasi da überholt hat, schneller mit seinem Überholvorgang fertig war als ich und wir dann frontal ineinander gefahren sind. Und die Schuldfrage war so klar, dass das ja, über dir lag? Ja, die Schuldfrage war deswegen klar, weil ich halt noch auf der falschen Seite der Straße war und ich hatte meinen Überholvorgang in dem Moment noch nicht abgeschlossen. Das war eine Landstraße, ich hätte da also schneller fahren dürfen, ich durfte auch überholen. Mhm. Ich habe also keine Geschwindigkeit überschritten. Das war nachmittags um 3 und ich war also jetzt nicht dieser Disco-Raudi, den man da schnell so im Kopf hatte. Und du hast... Ich kann mir das so schwer vorstellen. Du hast den anderen nicht überholen sehen? Nein. Das war ganz gerade Straße quasi. Mhm. Und der andere, der überholt hat, war quasi vor meinem LKW, den ich überholt habe. Und das konnte ich nicht einsehen. Mhm. So, dann ein Frontalzusammenstoß. Ja. Was ja die Hölle schlechthin ist. Ja. Bei einer Geschwindigkeit, du hattest eine Geschwindigkeit von ungefähr... Ja, wir müssen beide so ungefähr 100 drauf gehabt haben, weil wir ja beide einen LKW überholt haben. Mhm. Was ist... Wir beide unterhalten uns. Ja. Warst du schwer verletzt? Ja, ich war schwer verletzt. In dem Sinne, ich hatte halt den ganzen Motorblock und alles auf die Beine. Man hat mich da 1,5 Stunden rausgeflext bei vollem Bewusstsein. Ich hatte ich hatte viele Knochenbrüche. Bei vollem Bewusstsein, 1,5 Stunden? Ja. Ja, bis die Feuerwehr da ist, bis das alles passiert ist, bis klar ist, wie man sich da rausholt, bis der Krankenwagen da ist und so. Mich wundert, dass der Körper sich dann selbst nicht abstellt, dass man da nicht ohnmächtig wird. Nein, ich hatte keine Schmerzen in dem Moment. Mhm. Deswegen dachte ich also im Auto auch selber, dass ich querschnittsgelähmt bin, weil ich halt meine Beine gar nicht gespürt habe. Und ich hatte Gesichtsverletzungen und diejenige, die am Unfallort als erstes bei mir war, der habe ich eigentlich viel zu verdanken, weil die hat mein Gesicht verbunden und von daher habe ich also nur ganz leichte Narben im Gesicht. Aber ich habe halt nichts gesehen, weil da Stirnverletzungen waren, die stark geblutet haben und deswegen habe ich halt 1,5 Stunden nichts gesehen. Ich habe halt nur alles gehört und so wahrgenommen. Du warst allein im Auto? Ja, Gott sei Dank. Was war mit dem Menschen, der in dem anderen Auto gesessen hat? Ja, das ist halt mein großes Problem. Der Fahrer des Wagens, der hatte vom Airbag halt das Brustbein gebrochen und war ohne Bewusstsein und ihm lief Blut aus der Nase und das hat man halt am Unfallort so gedeutet, dass er halt starke Kopfverletzungen hat.
Der ist halt mit dem Hubschrauber weggeflogen worden. Und ja, dann hat man sich halt um die Beifahrerin vielleicht, weiß ich nicht, kann ich vielleicht auch nicht beurteilen, aber... Also da saßen zwei Leute im Auto. Ja, ja, genau. Und die Beifahrerin, um die hat man sich dann nicht so schnell gekümmert, beziehungsweise um die hat man sich auch gekümmert, aber man hat vielleicht, hätte man lieber sie wegfliegen sollen in eine Spezialklinik. Jedenfalls ist sie dann in der Nacht noch an ihren, also an den Unfallfolgen verstorben. Und du bist schuld am Unfall? Ja. Ja, ich bin wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung jetzt vorbestraft. Wie hoch war deine Strafe? Ach, meine Strafe war, ja, lächerlich im Vergleich. Also, ich hatte immer so drauf gehofft, dass die Gerichtsverhandlung so eine Strafe bringt in dem Sinne. Mhm. Aber in dem Sinne habe ich eine Geldstrafe bekommen. Mhm. Wie hoch? Ja, war ja damals noch D-Mark und man hat dann halt mein Gehalt zugrunde gelegt. Und ich war erst halt 21 und gerade so aus der Lehre und so. Und jedenfalls war das dann 6.000 D-Mark. Und ja, die ganzen Anwaltskosten und Gerichtskosten und so weiter. Und Führerscheinentzug? Nein. Nein, auch nicht. Nein, man konnte mir ja in dem Sinne nichts. Ja, es war halt fahrlässig, aber es war nicht grob fahrlässig, es war nicht gewollt, es war nicht provoziert, ich war nicht betrunken oder wie unter anderen Drogen, es war halt Nachmittag. Diese Strafe ist natürlich lächerlich, in Anbetracht der Gewissensbelastung, die du aushalten musst. Ne? Genau. War das ein Ehepaar? Ja, das war ein Ehepaar. Mhm. Hast du mit diesem Mann, mit dem verletzten Mann später nochmal oder irgendwann Kontakt gehabt? Genau, als ich dann das erste Mal aus dem Krankenhaus raus war, bei mir hat es also auch mehrere OPs und Reha-Stationen weiter im Leben gegeben. Insgesamt hatte ich, glaube ich, 8 OPs oder so. Mhm. Jedenfalls, ja, nach dem ersten Krankenhausaufenthalt habe ich mich hingesetzt und habe irgendwie, ich weiß nicht, 20 Briefe geschrieben, bis ich dann einen hatte, wo ich dachte, okay, der driftet annähernd. Aber ja, dafür Worte zu finden, ist einfach unglaublich schwer. Der Mann ist aber wieder genesen. Ja. Ja. Gab es denn dann auch irgendwie ein wirkliches so Augen-in-Augen-Treffen? Nein, ich habe ihm einen Brief geschrieben, er hat mich daraufhin telefonisch angerufen. Ich hatte ihm meine Adresse und meine Telefonnummer mitgeteilt und hatte gehofft, dass man sich zusammensetzen kann. Ja. Und ich hatte auch gehofft, dass man dass man darüber reden kann, weil man trauert über jemanden oder ich habe wirklich getrauert auch um diese Person und man kennt die ja gar nicht, man hat kein Bild vor Augen. Aber er wollte es nicht. Na, er hat mich fertig gemacht, was ich aus Sicht des Mannes auch verstehen kann, aber er hat mich einfach fix und fertig gemacht. Er hat mich also als Monster dargestellt, was man nie wieder einen Führerschein geben darf, was sowieso nicht mehr glücklich werden darf im Leben und was eine 38-jährige Ehe innerhalb von Sekunden zerstört hätte. Und ich wäre sogar schuld dran, oder ich bin schuld dran, dass er noch nicht mal zur Beerdigung seiner Frau gehen konnte, weil er zu der Zeit halt selber noch im Krankenhaus gelegen hätte. Wie alt war die Frau? Ja, das war halt schon ein älteres Ehepaar und die Frau war kurz vorher 70 geworden und hatte wohl auch schon medizinische Schwierigkeiten, habe ich mir sagen lassen. Gut, das ist ja auch aber nicht von Bedeutung. Aber war mir auch egal. Ich meine, Tanja, wie das war im November 97, verantwortlich zu sein für den Tod eines Menschen. Ja. Wie geht man mit so einer Schuld um? Schwer, sehr schwer. Ich habe am Anfang habe ich nur Selbstmordgedanken gehabt, weil dadurch verhindert wurde, sag ich mal, dass ich körperlich einfach nicht konnte, also selber nicht aus dem Bett raus konnte oder so. Dann war Gott sei Dank meine Eltern da und mein damaliger Lebensgefährte, der heute mein Ehemann ist, wir haben in der Zwischenzeit geheiratet. Gab es denn auch eine lange therapeutische Hilfe? Ja, ich habe am Anfang von Pasteuren mir seelsorgerische Hilfe geholt. Ich habe halt auch so eine, in dem Moment, wo ich wusste, dass sie beerdigt wurde, so eine Art Beerdigungszeremonie, sag ich mal, gemacht im Krankenhaus mit einem Pastor, der mich da begleitet hat. Ah ja. Und merkst du, also wie gesagt, das sind ja jetzt schon einige Jahre her, 97, jetzt haben wir 2003, merkst du, dass so im Laufe der Jahre es ist schwierig, das richtige Wort zu finden, dass so eine Art Gewöhnung passiert ist an diesen Gedanken, ich habe einen Menschen auf dem Gewissen. Nein, da
daran kann man sich nicht gewöhnen. Also ich zumindest nicht. Mhm. Das heißt, es ist permanent so da wie 97 auch. Ja, ich kann es nicht gut machen. Genauso wie es bei dir, deine Sendung heißt. Ich kann es nie wieder gut machen. Ich kann nicht zu jemandem, wenn man sonst irgendwie Mist baut im Leben oder Scheiße baut, dann kann man hingehen und sagen, aber, es tut mir leid, man kann sich entschuldigen, aber es geht jetzt nicht. Ich kann es nicht mehr gut machen. Du kannst das kannst du nicht wieder gut machen. Du kannst diese Frau nicht mehr ins Leben zurückholen. Nein. Aber vielleicht kann man sich selbst helfen mit dem Gedanken, dass man sagt, okay, dieses kann ich nicht wieder gut machen. Aber dafür will ich ganz viele andere Dinge gut machen. Ja, aber weißt du, Mian, das habe ich ja auch vorher gemacht oder das ist auch meine Lebenseinstellung. Mhm. Also ich bin eigentlich sehr religiös und ich bin also auch im sozialen Bereich tätig und bin halt auch viel mit Jugendlichen zusammen und so und rede auch mit denen über meine Erfahrungen, um die halt auch zu warnen oder um denen auch irgendwo dann mitzugeben, dass das Autofahren halt auch gefährlich sein kann. Vielleicht gibt es ja irgendeine Tat, eine Überlegung, eine Aktion, ein Vorhaben. Ja, aber da wartest du immer drauf, da hoffst du irgendwann mal drauf, dass man das irgendwie wieder so gut machen kann. Aber Nein, lass mich mal ausreden. Ja. Dass du dich für etwas entscheidest, etwas zu tun, mittels dessen du quasi eine ich sag's mal, ich benutze mal diesen pathetischen Begriff, eine Buße leben kannst und auch etwas sehr Gutes vielleicht in der Welt anstellst durch diese Tat, durch irgendetwas. Ich weiß nicht, dass du irgendwas ganz Besonderes tust in deinem Leben. Ja, aber das eben ist genau die Frage. Ich weiß gar nicht was, verstehst du? Wenn ich das wüsste, dann würde ich das tun. Ich sehe das auch heute noch so, ich würde alles tun, um das rückgängig zu machen. Ich wäre lieber selber gestorben. Das geht ja nicht das mehr. Das geht nicht so. Und für die Zukunft, ja, ich kann halt nur irgendwo ja immer wieder warnen, dass ein Auto halt einfach auch eine Waffe sein kann. Und das, auch wenn man das nicht will, auch wenn man das gar nicht erwartet, das ganz, ganz tragisch enden kann, so eine Autofahrt von A nach B. Du fährst wieder Auto? Ich fahre wieder Auto. Mit Angst? Ja, ich fahre heute was heißt ganz anders. Ich bin damals auch nicht gefahren wie ein Rowdy, aber ich bin heute nicht mehr diejenige, die so 1, 2, 3 überholt. Nee. Das hat halt auch sehr lange gedauert, bis ich das mich wieder getraut habe. Du hast gerade gesagt, dass du in therapeutischer Behandlung warst, dass immer wieder gute Gespräche stattgefunden haben. Ich würde dir dennoch, wenn du es möchtest, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ich glaube, das hat heute nicht mehr, also nein. Okay, wenn du das für dich entscheidest. Aber was ich gerne noch sagen möchte, ist was anderes. Nämlich, dass es ganz viel gibt für die Opfer von so einem Unfall. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Aber es ist eigentlich nichts da für die Unfallverursacher, die genauso irgendwo Opfer von sich selber sind. Aber es gibt keine Selbsthilfegruppen für die, es gibt keine Bücher. Keine Bücher, es gibt keine Stelle, die ich zumindest gefunden habe. Aber das wäre ja zum Beispiel so eine Aktion, dass du sagst, ich bin jetzt so betroffen und so erschüttert von dem, was da passiert ist. Ich gründe jetzt so eine Selbsthilfegruppe. Ich initiiere etwas. Ich mache etwas. Es ist unheimlich schwer. Ich habe es auch über die Polizei und so versucht, auch über eine Landesklinik hier in der Gegend. Ich habe immer wieder versucht, auch Leute zu treffen oder mit Leuten in Kontakt zu kommen, denen sowas passiert ist wie mir oder sowas ähnliches. Möchtest du einen Kontakt haben, falls sich bei uns jemand meldet? Ja, gerne, weil dann machen wir das. Man sucht immer so nach jemandem, der das versteht, mit dem man vielleicht gar nicht reden muss, sondern den man nur angucken braucht und der das versteht. Also, was man ich verspreche dir, wenn sich bei uns jemand meldet, der so etwas erlebt hat wie du, stellen wir den Kontakt her. Vielleicht ist das dann ja die Initialzündung für ein solches Projekt, beispielsweise einer Selbsthilfegruppe. Das wäre sehr schön. Ich wünsche alles Gute, Tanja. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, das heißt, das kann ich nie wieder gut machen. Gab es in eurem Leben Vorkommnisse, Taten? Habt ihr mal etwas gemacht, von dem ihr sagt, das ist nicht reparabel, so wie Tanja das gerade erzählt hat. Ich kann es eigentlich nicht gut machen. Ich
bin sehr belastet damit und eigentlich mein ganzes Leben lang wahrscheinlich werde ich damit belastet sein. Also, wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann ruft mich an 0800 220 50 50 oder faxt unter 0800 220 50 51. Und jetzt begrüße ich herzlich den Bernd und Bernd ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, hier ist Bernd, grüß dich. Hallo Bernd, was ist es bei dir, dass du sagst, das kann ich nicht mehr gut machen? Ja, es ist folgendes, also ich wohne mit meinem besten Freund zusammen und wir kennen ihn schon länger und wir machen zusammen eine Ausbildung und er ist halt schon ziemlich lange mit seiner Freundin zusammen und wenn ich das richtig verstehe, wie er geschildert hat, ist es halt so eine große Liebe und wenn es sein bester Freund ist, wirst du es ja wohl auch genau wissen. Ja, und das Problem ist halt, dass ich seit einem halben Jahr etwa mit ihr ein Verhältnis habe. Obwohl du mit ihm zusammen wohnst? Ja, das ist ein Ding. Und das andere, weitaus größere Problem ist halt, dass sie schwanger ist. Von dir? Ich vermute es. Also ich vermute es wirklich. Also ich kann es halt nicht beweisen, aber ich gehe von aus. Und in der wievielten Woche? Ja, es ist schon der dritte Monat. Also dritte Monat. Aber das ist auch nicht so entscheidend, weil sie auf jeden Fall das Kind behalten möchte. Und das ist natürlich jetzt eine Situation für mich, die nicht ganz einfach ist, weil er halt sich freut und sich halt auch als der Vater sieht. Gut, Moment mal. Was sagt sie denn? Wer ist der Vater? Was meint sie? Was glaubt sie, wer der Vater ist? Ja, das ist natürlich dann für sie jetzt auch schwer. Ich meine, sie hatte halt seit längerer Zeit mit beiden Geschlechtsverkehr und sie ist sich halt auch nicht ganz sicher natürlich. Ja. Warum habt ihr nicht verhütet? Naja, ich meine, es gibt halt Situationen, da denkt man nicht unbedingt dran. Nee. Das glaube ich nicht. Das finde ich immer einen ziemlich blöden Satz. Ich finde, in jeder Situation muss man daran denken, einmal um sich generell zu schützen und zum anderen um auch zu verhüten. Und schon gar in einer solchen Situation. Ist mir unbegreiflich, wenn man da... Aber was soll ich machen? Ich meine, das ist natürlich, sonst hätte ich auch nicht angerufen. Also wenn das alles so gelaufen wäre, wie man es hätte machen sollen, dann wäre ich nie in die Situation gekommen. Und von daher, das ist halt das Problem, ja? Wenn das halt gelaufen wäre, wie man sich das vorstellt, dass er halt mit ihr zusammen bleibt, ich hätte nichts gemacht, dann wäre es ja kein Problem geworden. Natürlich, aber es zeugt... Ja, okay, aber das ist mir so leicht und so einfach. Und das zeugt ja auch von einer Haltung, wenn du sagst, das ist nun mal so passiert. Es gibt Situationen. Ich kann es ja nicht mehr ändern. Okay, aber vielleicht änderst du deine grundsätzliche Meinung, deine Haltung dazu. Dadurch, dass es jetzt passiert ist, das heißt ja nicht, dass so ein Verhalten immer weiter so stattfinden sollte. Okay. Nein, wir haben ja nicht, ist ja nicht so, dass wir das immer so gehandhabt haben. Es ist halt teilweise vorgekommen, dass man halt nicht darauf geachtet hat. Ja. Und ich bin davon ausgegangen, sie hat mir gesagt, sie nimmt die Pille. Ja. Und wir haben halt bei dem Test gemacht, von daher. Okay. So, das andere Ding ist aber eben die höchste Dramatik, dass es dein bester Freund ist. Ja. Dass sie auch noch schwanger ist, dass sie wahrscheinlich auch öfters auch noch in eurer Wohnung verkehrt, weil sie dein Freund besucht. Und er davon ausgeht, dass es sein Kind ist und es auch so angekündigt hat, ja. Ist eine unglaubliche Schweinerei, finde ich. Gut, ich meine, da gehören halt immer zwei dazu. Ja, also, klar. Bist du verliebt in die Frau? Ja, ich glaube, wobei ich befürchte, nicht so in der Form, wie er es vielleicht ist. Und das ist wahrscheinlich das Problem. Umso größer ist die Schweinerei, Bernd, dass du das gemacht hast. Gut, aber... Das heißt, die letztendlich ist die Geilheit mit dir durchgegangen. Und so etwas wie das ist ja eine Ehrensache allererster Kategorie, dass man die Hände von der Freundin des Freundes lässt. Wenn du jetzt gesagt hättest, das ist eine ganz große Liebe, die da entfacht ist zwischen mir und der Frau, dann könnte man noch anders reden. Aber wenn du sagst, so verliebt bin ich gar nicht mehr in dich. Nein, doch, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe schon gesagt, dass ich in sie verliebt bin. Aber es hält sich in Grenzen. Nein, das heißt, das ist relativ. Das ist halt das Problem. Ich meine, er sieht sie halt als die Frau und hat halt auch dieses Baby, was jetzt kommt, auch als seins deklariert. Und das Problem ist halt, natürlich habe ich da einen Fehler gemacht, das weiß ich auch nicht, so mein Problem und damit, ich bin auch nicht besonders glücklich oder stolz darauf. Ja, das ist halt die Situation. Nee, du solltest darüber verzweifelt letztendlich sein, was da passiert ist. Ich meine, es gibt schon einen Grund, dass ich bei dir angerufen habe. Ja. Es ist nämlich nicht so, wir haben halt einen gemeinsamen Freundeskreis und ich kann auch nicht mit jedem drüber sprechen. Und die Frage ist ja jetzt, was ist zu tun? Ja. Ne? Was ist jetzt zu tun? Lässt man das Ganze irgendwie so laufen? Sagt man es dem Freund? Ich meine,
so kann man es natürlich sicherlich nicht weiterlaufen lassen. Also, was sagt sie denn? Was sagt sie denn? Was, wenn ihr beide euch unterhaltet, du und die Freundin von deinem Freund? Sie ist schwer verzweifelt, ja. Welche Gefühle hat sie denn dir gegenüber? Ist sie in dich mehr verliebt als in ihren eigentlichen Freund? Sie kann sich halt nicht entscheiden, sonst wäre die Situation wahrscheinlich auch so gar nicht zustande gekommen, wie sie halt zustande gekommen ist. Es war halt eine Situation, dass sie halt uns abends angetrunken kam, halt zur Situation. Und na gut, jetzt ist dann halt mehr draus geworden. Jetzt hat es halt auch noch diese Dramatik angenommen, dass halt jetzt ein Kind. Mhm. Das Ganze läuft aber, sagst du, ein halbes Jahr, ne? Ja. Das ist ja schon eine ganze Menge. Gab es denn in diesem halben Jahr mal ab und an mal oder zumindest vielleicht einmal ein Bemühen, das Ganze sein zu lassen und zu unterbinden? Nee, ich meine, die Situation ist nicht ganz einfach. Ich habe ja schon gesagt, dass ich sie liebe, ja. Aber das Problem ist halt, dass er das mindestens genauso sieht. Also ich vermute mal, dass es wirklich sein, also ist es seine Frau fürs Leben. Ich nehme dir das nicht so richtig ab mit dem Lieben. Auch dieses, wie du es gerade gesagt hast, war wieder mit so einer kleinen Verbremsung in der Formulierung. Ich glaube dir, dass du die magst und dass du vielleicht verknallt bist, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich jetzt so die wirklich große Liebe ist, die da aufgebrochen ist. Das ist vielleicht auch das Problem, dass ich deshalb auch noch ein umso größeres schlechtes Gewissen habe, dass ich halt sehr, sehr unglücklich bin. Ich habe einen Fehler gemacht und letztendlich ist es halt nicht ein einmaliger Fehler, sondern ein mehr. Das heißt Fehler, in dem Fall ist es ja Liebe, man kann ja nicht vom Fehler sprechen. Doch, aber da kann man doch von Fehler reden, finde ich. Das ist ein Betrug, an der Freundschaft, an dem Freund. Das ist ein Fehler, na, höre mal. Natürlich muss man da von einem Fehler sprechen, aber von einem fulminanten Fehler. Du sagst, das ist dein bester Freund. Was ist dir denn Freundschaft wert, wenn du sagst, wenn du dann mit der Freundin deines Freundes rumpoppst, Mensch? Aber so wie du es jetzt sagst, wertest du die ganze Sache ab und dann ja, das werte ich. Ja, das werte ich auch. War das vielleicht ein Fehler von meiner Seite, dass ich das jetzt, dass du es halt so aufgenommen hast? Es ist ja nicht so, dass es jetzt einfach mal ein Spaß war. Ja, aber wie soll ich es denn sonst aufnehmen? Wenn du hast doch deinen Freund hintergangen und sie hat ihren Freund hintergangen. Ja, und ich meine, es ist auch nicht so, dass wir jetzt besonders glücklich sind mit der Situation. Es ist eine sehr, sehr schlimme Situation und dadurch, dass jetzt diese ich habe noch fast Mitleid mit euch. Ihr habt es ja selbst verursacht, Mensch. Ihr habt euch in die Situation hineinmanövriert und ihr kümmert euch dann nicht mal um eine ordentliche Verhütung. Also was kann es denn noch Dramatischeres geben? Letztendlich das Problem ist ja, ich meine, wie soll man das wieder gut machen? Ich weiß nicht, wie soll ich jetzt reagieren? Soll ich ihm das jetzt sagen? Ja, und ja. Natürlich muss es ihm sagen. Auch auf die Gefahr, dass dann alles dann kaputt ist? Ja, natürlich. Was ist denn die Alternative? Die Alternative ist Lügerei und Murkserei. Natürlich ist die Gefahr auch irrsinnig groß, dass deren Beziehung kaputt geht. Da muss ein Vaterschaftstest gemacht werden, wer denn nur der Vater des Kindes ist. Es ist ja alles hochkomplex, was da auf euch zukommt. Es ist sicherlich die Situation, mit der man besonders gut umgehen kann. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt glücklich bin. Also es belastet mich sehr, sehr schwer. Ja. Und ich meine, ich habe halt einfach Angst, da auch jetzt ihm das zu sagen oder dass ich es ihm sagen. Weil ja, du hattest nicht Angst, mit seiner Freundin ins Bett zu gehen. Und sie ist ja auch eine ganz entscheidende. Was will sie denn? Was will sie denn? Will sie mit dir zusammen sein, will sie mit ihm zusammen sein? Hier, beide lieben Unsinn zwischen den Stühlen hängen. Da muss die junge Dame sich schon entscheiden. Die macht es sich auch bequem, ne? Sie lässt sich von zwei Jungs verwöhnen. Gut, ich meine. In dem Moment, wo sie die Wahrheit sagt, sind die Karten vollkommen anders gemischt. Dann wird dein Freund anders reagieren. Ich meine, letztendlich der Fehler ist sicherlich von unserer Seite begangen worden, aber alles kaputt zu machen. Ja, aber das habt ihr doch schon gemacht, Mensch. Das habt ihr doch schon gemacht. Also du würdest sagen, offen drüber sprechen. Ja. Auf die Gefahren, dass alles kaputt geht. Ja. Ich sehe überhaupt gar keine Möglichkeit, wie man da jetzt klug irgendwie rauskommt. Entscheidende Frage ist, was willst du? Willst du mit der Frau zusammen sein? Richtig und ganz und gar. Würde sie mit dir wirklich zusammen sein wollen? Was ist, wenn das Kind dann doch von ihm ist? Wie geht es dann weiter? Das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt, den du gerade aufwirfst, Domian. Was ist dann? Ich meine, das ist halt auch eine Gefahr und ich weiß nicht, ob man zum Beispiel das testen kann, wer der Vater ist, ohne dass es zum Beispiel jetzt mein Freund mitbekommt. Ich weiß, ich bin eine ganze Lösung sucht.
Ich will, Moment, ich will halt nicht das gesamte Porzellan zerschlagen. Das ist sicherlich schon ein großer Mist gebaut worden, aber... Wäre es denn für dich eine Option, dass du sagst, okay, da ist ja so viel schiefgelaufen. Wenn es von mir wäre, würde ich mit dir zusammen trainieren. Ach so. Na, ich wollte eigentlich fragen, ob du sagen würdest, okay, ich bin bereit, mich da ganz rauszuziehen aus der Sache. Also, wenn es mein Kind wäre, dann würde ich natürlich dafür einstehen und würde sagen, klar, wir ziehen zusammen, das ist absolut normal. Ja, auch ohne Kind. Auf die Gefahr, dass halt der Freund nicht mehr der Freund ist. Ja. Aber sich jetzt so zu committen und dann auf einmal vielleicht das Kind dann doch von ihm ist, das ist natürlich, das wäre der absolute Super-GAU. Dann wäre halt alles, also zu beiden Seiten, zu ihr und zu ihm kaputt. Ja, du bist ein Taktierer, ne? Du willst irgendwie doch versuchen, da heil rauszukommen, merke ich schon. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde, dass man da wirklich mit klaren Karten spielt. Aber warum soll... Ja, gut. Das ist halt die Frage. Versucht man da den eleganten Weg? Ich habe ja mit ihr drüber gesprochen. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt versuchen, wieder rauszumogeln, sondern es ist ja auch in ihrem Interesse. Mhm. Sie hat ja auch Interesse daran... ihr habt natürlich beide Angst. Das ist ja auch völlig klar. Weil du völlig blöd dastehst, wenn du das äußerst. Grundsätzlich. Natürlich. Aber es geht mir auch um sie. Und sie steht auch völlig blöd da. Denn sie hat ihren Freund hintergangen. Sogar noch mit dem besten Freund ihres Freundes. Ja. Also eure Karten sind nur wirklich alles andere als rosig. Insofern ist es auch klar, dass man Angst hat vor so einem Schritt. Du kennst sicherlich solche Problematiken. Gibt es denn da die Möglichkeit, das während der Schwangerschaft zu testen, wer denn der potenzielle Vater ist? Das wollte ich gerade sagen, dass ich das nicht weiß, ob man das während der Schwangerschaft schon herauskriegen kann. Da würde ich vorschlagen, dass du mal gleich mit meiner Psychologin redest, die wird das wissen. Die kann dir diese formale Auskunft zumindest geben. Ansonsten ist meine Meinung klar. Meine Meinung ist klar, dass nämlich in der Richtung, dass egal wer jetzt der Vater des Kindes ist, finde ich, dass du es deinem Freund sagen müsstest. Ich gebe dir recht, das war halt natürlich nicht korrekt, aber ich möchte halt versuchen, da das halbwegs sauber zu machen. Ich möchte halt nicht komplett alles kaputt schlagen, sondern es ist ein Fehler begangen worden, sicherlich nicht nur von meiner Seite, sicherlich ein großer Teil, aber auch ein anderer Teil halt auch von ihr. Ich sage halt, ich meine, es muss ja auch was sein, dass sie halt auch diesen Schritt gemacht hat und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ja gut, alles okay, aber alles entschuldigt das nicht. Wenn, dann hätte sich die junge Dame von ihrem Freund trennen müssen und sich dann vielleicht mit dir einlassen. Aber nicht diese Zweigleisigkeit. Das ist einfach nicht in Ordnung. Gut, dann möchte ich jetzt nichts zu sagen. Ja. So, jetzt legst du mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen dieser einen Sachauskunft. Ja. Und ansonsten ist das jetzt eine reine Gewissensentscheidung für dich, wie du jetzt auch mit dir am besten klarkommst, was du machst. Aber vielen Dank, also ich habe da wirklich großen Wert drauf gelegt, dass du mir da halt einen Rat gibst und ich sicherlich die einfachste Entscheidung, aber ich glaube schon, dass es die richtige ist. Okay, vielen Dank, dann ruf mal dich gleich an, Bernd, leg bitte auf. Okay. Danke, Domian, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, das kann ich nie wieder gut machen, und wenn ihr gerne mit mir reden wollt über den ein oder anderen schwerwiegenden Vorfall in eurem Leben, von dem ihr sagt, das kann ich nicht wieder gut machen, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder unter der Faxnummer 0800 220 50 51 oder die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Wenn ihr mailt und faxt, bitte, 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 ich muss es immer wieder sagen und immer wieder wird es nicht gemacht, schreibt eure Telefonnummer drauf, wenn ihr in die Sendung wollt. Denn das ist der einfachste Weg für uns in der Redaktion, in der Hektik der Sendung, dann auch schnell zu reagieren. Also wenn wir dann wieder schreiben müssen oder zurückfaxen und so. Also bitte die Telefonnummer draufschreiben, wenn ihr gerne in die Sendung wollt. Patrick ist der Nächste und Patrick ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Patrick. Du sagst auch diesen Satz. Ja, das kann ich nie wieder gut machen, das sage ich auch, genau. Was ist passiert? Ich hatte ziemlich oft meine Mutter geschlagen. Du hast deine Mutter geschlagen? Ja. Warum? Es ging darum, sie hatte damals uns ins Heim geschickt. Ja, wie alt warst du da? Da war ich 11. So, und ich bin ziemlich oft auch aus dem Heim abgehauen, weil es mir dort auch ziemlich schlecht ging. Ja, und meine Mutter hatte halt mich jedes Mal mit der Polizei abführen lassen. Und eines Tages bin ich so ausgerastet, da hatte ich sie geschlagen, hatte ich sie auch gegen das Tischbein getreten. Wie alt warst du da? Da war ich 16. 16. Da warst du noch wieder aus dem Heim zurück und warst zu Hause? Genau. Du hast gerade gesagt, uns ins Heim geschickt, da gibt es auch noch andere Geschwister. Genau. Wie viel? 4 Stück. 4 Stück, alle ins Heim? Ja, genau. So, dann warst du, als du 16 warst, mal wieder zu Hause aus dem Heim und es gab Auseinandersetzungen und da hast du sie
gegen ein Tischbein geschubst oder gestoßen oder was? Genau. Und da hat sie einen Rippenbruch erlitten durch. Mhm. Und da war auch noch so ein Vorfall, da war sie in der Kneipe mit einer Freundin von ihr. Mhm. Ja, und da hatte ich sie halt auch aufgefunden, habe ich sie gesucht durch in ganz Bochum. Ja. So, und hatte ich sie da aufgefunden, hatte ich sie erst eine Ohrfeige gegeben. Mhm. So, und da hatte sie mir eine gegeben, dann hatte ich sie im Anschluss darauf fast auf die Straße geschubst, wo gerade ein Bus vorbeifuhr. Mhm. Aber Gott sei Dank nicht gemacht. Nein. Mhm. Nun ist das ja noch gar nicht so lange her, du bist ja erst 17 jetzt. Ja. Wo lebst du im Moment? Alleine zu Hause. Meine Mutter ist abgehauen mit ihrem Freund. Mhm. Und du ganz allein oder mit den Geschwistern? Nein, ganz alleine. Und kommst du zurecht und schaffst du das? Nein, leider nicht. Kümmert sich denn niemand vom Jugendamt um dich oder gibt also es keinen Betreuer? Also beim Jugendamt, da war ich auch ziemlich oft und die meinten mir, sie könnten mir auch keine Unterstützung mehr geben. Aber du musst doch Miete zahlen und Essen kaufen und so, wie geht das? Woher hast du das Geld? Also die Miete, da hat meine Mutter, die hat mit mir hier auch noch zusammen gewohnt, die hat so einen Dauerauftrag per Konto gemacht. Das zahlt sie quasi immer noch weiter, die Miete? Genau. Und man braucht ja auch ein bisschen Geld so im Alltag, woher kriegst du das? Nirgendwo, meine Mutter weigert sich mir Geld zu schicken auch. Und von was lebst du? Gar nichts, also ich gehe jetzt halt immer nur zum Pfarrer oder zum Priester. Um da ein bisschen Geld zum Essen zu kriegen? Genau. Mhm. Bevor du ins Heim gekommen bist, so mit 11, oder bevor deine Mutter euch, wo ist denn eigentlich dein Vater? Mein Stiefvater, der hat sich vor 6 Jahren erhangen. Dein Stiefvater? Genau. Und der richtige Vater? Der lebt in Dortmund. Der kümmert sich auch nicht um euch? Nein. Mhm. Bevor deine Mutter euch dann ins Heim geschickt hat, hat sie, reden wir mal erstmal nur über dich, hat sie dich da ordentlich behandelt als Kind oder hast du da eigentlich auch schlechte Erinnerungen, dass es Streit gab, dass sie dich geschlagen hat und so weiter? Also da habe ich ziemlich schlechte Erinnerungen. Also meine Mutter hatte damals meine Schwester viel mehr umsorgt als mich. Mhm. Also hatte mich in dem Sinne wie Scheiße behandelt, sag ich mal so. Mhm. Und da habe ich auch sehr drunter gelitten. Mhm. Hast du ja eigentlich keine guten Erfahrungen mit deiner Mutter gemacht. Genau. Und dennoch sagst du, das kann ich nie wieder gut machen, was ich da gemacht habe. Genau. Das heißt, es tut dir schon leid. Mir tut das wirklich sehr leid und ich bereue es sogar. Weil du gerne eigentlich einen guten Kontakt zu deiner Mutter haben möchtest. Genau. Mhm. Und sie ist jetzt irgendwie, sie ist weg und du weißt überhaupt nicht, wo sie ist. Also ich weiß zwar, wo sie ist, aber da war ich auch einmal, aber da darf ich auch noch nicht mal hin. Weißt du, Patrick, das ist schon schlimm, was du da gemacht hast. Und natürlich schubst man seine Mutter nicht auf die Straße und man schlägt sie auch nicht. Genau. Aber ich will dir mal sagen, dass ich das in Anbetracht dessen, was du da erlebt hast, und du hast da jetzt nur einen ganz kleinen Ausschnitt erzählt aus deinem Leben, in irgendeiner Weise auch verständlich finde, dass du so reagierst. Und ich finde es zwar auch schlimm, aber ich finde es nicht so verwerflich, wie es vielleicht im ersten Moment jetzt klingen würde. Ich habe meine Mutter geschlagen. Deine Mutter hat dich ja auch, deine Seele auch ziemlich kaputt getreten in all den Zeiten. Ja, wenn ich jetzt mein Tagebuch hier liegen hätte, dann könnte ich daraus ziemlich viel vorlesen. Ja. Und letztendlich hast du dich ja nach nichts anderem gesehnt, als dass deine Mutter sich um dich kümmert. Genau. Du hast es ja nicht aus purer Bosheit getan. Nein, habe ich nicht. Mhm. Sondern du hast es eigentlich aus Verzweiflung getan, ne? Mhm. Mhm. Deswegen, ich sage das nochmal, finde ich das gar nicht so ganz, ganz dramatisch, was du da gemacht hast. Ich bin eher zornig und wütend auf deine Mutter, dass sie sich nicht um ihre Kinder... Was ist denn mit den anderen Geschwistern? Du hast noch vier. Also meine 15-jährige Schwester, die Jennifer, die wohnt jetzt in einer Wohngruppe. Mhm. Also sie ist damals, da war ich 11, sie ist mit 9 ins Heim gekommen. Mhm. Das war, weil mein Stiefvater sie auch 2-mal mit dem Kopf auf den Boden geschlagen hat. Mhm. Und dann am nächsten Tag, wo sie in die Schule ging, hat sie aus Nasen und Ohren geblutet. Das ist die eine Schwester. Mhm. Und wen gibt es noch? Mein kleinen Bruder, der Marvin. Wie alt ist der? Der ist jetzt 94 ist er geboren, also ist er jetzt 8. Auch im Heim? Auch im Heim. Also in der Pflegefamilie in dem Sinne. Ja, und wen gibt's noch?
Und dann gibt's meine andere kleine Schwester, die ist jetzt 5, die ist auch im Heim. Weil meine Mutter in dem Sinne uns nur auf die Welt gebracht hat, des Geldes wegen. Wegen Kindergeld, Unterhalt und so. Jetzt haben wir sie alle, ne, die Geschwister. Oder gibt's noch? Und dann gibt's noch eine, noch die, ist jetzt, die wird jetzt 2, die lebt noch zur Zeit bei meiner Mutter. Aber das ist das Jugendamt auch schon in Planung, ihr das Kind wegzunehmen. Pass mal auf, Patrick, da gebührt wirklich aller Zorn deiner Mutter. Dass deine Mutter sich so ein Scheiß um euch kümmert. Das ist keine Mutter. Und wenn es ihr auch schlecht geht und wenn sie auch nicht viel Geld hat, es gibt so viele Menschen, die wenig Geld haben, Mütter, die sich um ihre Kinder ordentlich kümmern. Da ist zwar nicht so viel zu Hause da, aber es geht und man kann ja mit Liebe auch sehr viel aufwiegen. Aber ich glaube, du hast einfach verdammt Pech gehabt mit deiner Mutter. Und das ist das Traurige daran. Deswegen mach du dir mal nicht so den Kopf mit Schuldgefühlen. Sie muss sich den Kopf zermürben vor Schuldgefühlen. Und mein Stiefvater hat mich auch damals auch, da hatte ich nur die Musik etwas lauter, weil ich mit Musik einschlafen konnte. Da hat er mich öfters mit einem Holzlöffel und einer Bratpfanne auch geschlagen. So, das ist alles ganz schlimm, was in der Vergangenheit passiert ist. Und dennoch bist du ein netter Kerl und kannst dich auch ganz normal unterhalten und bist nicht völlig schon in der Gosse oder so. Und damit das nicht passieren soll, dann möchte ich sehr gerne, dass in dem Rahmen, in dem wir dir so vielleicht so ein bisschen helfen können, zumindest mit Tipps, dass wir dir helfen. Du wirst jetzt gleich mit meiner Psychologin, mit der Anne reden. Gerne. Nicht um große psychologische Sachen da erstmal zu klären, sondern um praktische Sachen. Nämlich die Frage, wie kriegst du Geld? Wie kriegst du Sozialhilfe, Unterstützung? Wie passiert es, dass sich da jemand um dich kümmert? Du hast doch wahrscheinlich überhaupt keinen Schulabschluss oder sowas, ne? Sogar noch nicht mal das. Nicht mal das. Du hängst auch den ganzen Tag nur so rum. Ja, eben. Wie weit bist du in der Schule gekommen? Also 8. Klasse. Ab da bin ich dann abgegangen, weil ich auch jedes Mal gehänselt wurde in der Schule. Auch da wurde ich niedergemacht, in dem Heim auch. Also wäre ganz wichtig, dass du jetzt mit deinen 17 Jahren irgendwie irgendwo in gute Hände kommst, dass sich Leute um dich kümmern, dass du zumindest einen Hauptschulabschluss hast und vielleicht dann mal in einer gewissen Zeit eine Lehre machen kannst oder so, damit du eine Ausbildung hast und mal irgendwann auf eigenen Beinen noch stehen kannst. Denn wenn das so weitergeht, dann ist das ja schon vorprogrammiert, dass du auch irgendwie vielleicht auf die schiefe Bahn gerätst oder so. Ja, also Diebstähle habe ich auch schon begangen in dem Rahmen. Und auch andere Leute beklaut. Also erzähl's mir alles gar nicht. Ich kann es mir schon vorstellen, es ist traurig genug, dass es so weit kommen musste. Also nochmal, was die Mutter anbelangt, mach dir da mal nicht so einen Kopf. Nein. Jetzt piept's da gerade. Ach, ist nicht schlimm. Ja. Du legst jetzt auf. Und die Anna, das ist meine Psychologin, die ruft dich an. Gerne. Vielleicht nicht sofort, aber in den nächsten Viertelstunde ruft die dich an. Okay, und dann kann alles Weitere beraten werden. Danke, Domian. Alles Gute von Herzen, Patrick. Und ich wünsche dir noch herzlichen Glückwunsch zu deinem Bundesverdienst. Das ist aber sehr lieb von dir. Danke dir. Ich bin auch ein großer Fan von deiner Sendung, habe auch schon ein paar Mal versucht. Dankeschön. Sehr nett von dir, Patrick. Alles Gute. Dir auch. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Jetzt sind wir verbunden mit Michael. Und Michael ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Michael. Domian. Hallo, Michael. In deinem Leben ist auch mal was Gravierendes passiert. Ja. Dass du sagst, das kann ich nicht mehr gut machen. Nein, nicht mehr. Was ist es gewesen? Das ist der Tod von meiner Freundin. Die hat sich aufgehängt, weil ich auch einmal fremdgegangen bin. Wann ist das passiert? Im September letzten Jahres. Sie hat sich aufgehängt, weil du fremdgegangen bist? Ja. Einmalig. Einmalig fremdgegangen? Ja. Wie lange wart ihr vorher zusammen? 4 Jahre. Und wie hat sie das rausbekommen, dass du fremd? Ich habe ihr das erzählt. Ich war ehrlich. Ich habe mir auch gedacht, man braucht nicht irgendwas auf Lügen aufbauen, dass wenn es einmal passiert ist. Ich habe die Frau einmal gesehen und. War das so ein One-Night-Stand? Ja, und irgendwie, es war auch noch niemals was Schönes. Ey. Ich habe auch gar keine tolle, irgendwie was Tolles daran empfunden und es war überhaupt nichts Tolles. Es war einfach blöder, dummer Scheiß und. Und dann habe ich im Vierteljahr das mit mir rumgeschleppt und am Frühstückstisch gesessen, am Mittagstisch. Und irgendwann habe ich es halt einfach auch nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich gesagt, so, du, pass auf, letztes Jahr ist das und das passiert und ich muss dir das jetzt einfach sagen. Und dann ist sie aus allen Wolken gefallen und
haben uns unsere Wege sich getrennt und sie hat gesagt, so, ich muss jetzt erstmal alleine sein und bla und blu. Dann bin ich gegangen und nach einer Woche haben wir uns wieder versöhnt, ausgesprochen. Und dann habe ich halt auch gesagt, wie es gekommen ist und dies und das und jenes. Und dann hat man da nochmal drüber gesprochen und ich weiß nicht, zwei Tage bevor sie sich aufregend hat, da hat sie mich nochmal gefragt, warum wir zusammengekommen sind. Und dann habe ich ihr gesagt, weil ich sie halt liebe und bläh und so. Und dann bin ich einkaufen gegangen und dann kommt ich vom Einkauf zurück und sie hängt einfach im Flur. Sie sind nicht mehr da. Also, es war nur eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde war ich höchstens weg. Das heißt, du hast sie dann auch gefunden? Ja, klar. Ich habe sie abgemacht und dann auch wieder versucht zu beleben, aber es hat alles nicht geklappt. Sie war schon da verstorben? War schon verstorben. Sie hat sich direkt, nachdem ich die Tür zugemacht habe, muss sie sich da hingehängt haben. Michael, hat sie einen Brief hinterlassen? Nichts. Gar nichts? Gar nichts. Und du bist sicher, dass sie das deshalb gemacht hat? Es regnet sonst. Ich denke mir, weißt du, diese Pflegekind, die versuchen natürlich mir irgendwelche anderen Schuldfaktoren vorzuhalten, dass ich nicht. Die Schwiegereltern? Ja, die Stiefeltern oder der Stiefvater oder was weiß ich. Ich versuche jeden anderen Schuldigen mir vorzuhalten. Ich bin so ratlos, muss ich sagen. Ja, okay. Nein, lass mich erklären. Ratlos darüber, dass jemand so krass reagiert nach einer so doch relativ geringfügigen Sache. Ja. Du bist einmal fremdgegangen. Einziges Mal. Und du hast es sogar noch gebeichtet. Ja, weißt du, ich habe auch gedacht, man muss doch dann, weil ich meine Freundin ja liebe, weißt du, die Frau, wo ich da einmal mitgeschlafen habe, ey, ich habe die vielleicht 4 Stunden gesehen. Länger habe ich die gar nicht. Ich habe mit der 2 Sätze gesprochen oder 3, was weiß ich, ey. Hat deine Freundin für dich überraschend auch, als du es dann erzählt hast, reagiert? Oder hast du schon so gedacht, oh, die ist sehr empfindlich, das wird jetzt eine harte Nummer werden, wenn ich ihr das sage? Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich ja gedacht. Kann man erzählen und dann ist gut. Kann man erzählen, ja. Weil eigentlich sind wir mit dem Thema Sex und so eigentlich immer frei umgegangen. Weiß ich nicht. Wir wollten auch mal zusammen in so einen Swingerclub gehen und sowas alles. Weißt du? Achso, das wollte sie sogar auch. Ja, und dann habe ich mir gedacht, weißt du, eigentlich musst du doch auch manns genug sein, wenn die Frau so Frau genug ist, sowas zu machen, musst du doch auch manns genug sein, das dann zu sagen. Ja. Machst du dir heute in zweierlei Richtung Vorwürfe? Ja. Einmal dass du fremdgegangen bist und zum anderen, dass du sie überhaupt erzählt hast? Ja. Ich bin schuld an der ganzen Situation, weil wenn ich nicht wäre fremdgegangen, hätte ich ihr das nie sagen brauchen. Könnte ich jetzt noch mit ihr zusammen im Bett sitzen. Michael, mir geht deine Trauer sehr zu Herzen. Und das ist auch völlig verständlich, dass man natürlich völlig fertig ist, was du erlebt hast. Aber ich will dir sagen, was während du das jetzt alles so erzählst, in mir immerzu irgendetwas spricht oder irgendetwas sich meldet. Und das heißt, was war denn bloß mit dieser Frau los? Ach, weißt du, sie ist ein Pflegekind gewesen. Aber macht man sowas denn, wenn man einen Freund hat, den man liebt? War sie gesund? Ja, was heißt, war sie gesund? Ja, also war sie schon. Ja, sie hatte ja nicht eine lebensbedrohliche Krankheit oder so. Nee, überhaupt nicht. Nein. Keine lebensbedrohliche Krankheit. Sie hatte eine Liebe, sie hatte dich. Sie war gesund. Sie hatte einen Hund, sie hatte eine Tochter. Sie hat eine Tochter sogar? Ja, okay, das arme Kind. Weißt du, muss jetzt Mama und Opa groß werden dabei. Aber die Tochter ist nicht von dir? Nein. Wie alt ist das Kind? 7. Michael, ich habe fast mehr Zorn jetzt auf nein, nicht fast, ich habe mehr Zorn auf deine verstorbene Freundin als auf dich, dass du das gemacht hast. Was ist denn mit der Frau los gewesen? Dass sie alles hinschmeißt, dass sie sogar ihr Kind verlässt, nur weil du einmal so einen Quatsch da gemacht hast? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe überhaupt keine Lust mehr rauszugehen, weißt du. Weißt du, Michael, ich sage das jetzt auch so entschieden, bitte entschuldige das, weil ich irgendwie empfinde, dass diese Schuld gar nicht bei dir liegt.
Du bist vielleicht der kleine Auslöser gewesen. Du bist vielleicht der kleine Auslöser gewesen. Aber die Schuld liegt bei der Frau. Wie kann man sich denn so vom Acker machen, Mensch? Also entschuldige, wenn ich das auch so jetzt so krass sage, aber das macht mich ja richtig, richtig wütend, wenn ich das höre. Es ist ja fast albern, sich deshalb das Leben zu nehmen. Und wenn dann auch noch ihre Tochter mit im Spiel ist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, das bist du aber nicht. Du bist es nicht schuld. Du bist es nicht schuld. Wenn, ja, das sage ich so. Wahrscheinlich wäre ein anderer, vielleicht heftigerer Anlass, eine andere Art, hätte vielleicht auch dazu geführt, dass sie so etwas tut. Wer weiß, dass ist irgendetwas in ihr losgetreten wurde dadurch. Bist du denn ganz sicher, dass sonst alles in ihrem Leben in Ordnung war? Nein, es war ja so, eigentlich gar nichts in ihrem Leben in Ordnung, kann man so sagen, von familiär jetzt her, weil Ihre Mutter ist ja nicht aufgewachsen. Sie ist bei der Schwester von der Mutter aufgewachsen. Der Vater war ein amerikanischer GI. Gut, also Probleme, also keine schöne Kindheit und Jugend gehabt. Gar nicht. Okay, ja, nicht okay, aber das ist ja noch keine Erklärung dafür. Nee, deswegen ja, weißt du, und ansonsten weiß ich auch nicht, ey. Ich weiß es einfach nicht. Also was mir würde einfach so spontan in den Kopf kommen, ist, weil die Frau vielleicht hatte die eine schwere Krankheit, von der du nichts wusstest. Hatte sie hohe Schulden, von der du nichts wusstest. Nee, also das Einzige, was ich an Schuldenbrief jetzt in der ganzen Zeit bekommen habe, wir haben in Hamburg gewohnt, ich bin aus Hamburg weggelaufen, aus der Wohnung. Und bin dann woanders hingezogen, jetzt bin ich beim Freund und ich habe halt auch einen Nachsendeantrag noch für sie gemacht, sie hatte in der Post, weil ich nicht wollte, dass irgendwelche Post von irgendwelchen Leuten aufgemacht wird. Aber es ist nichts gekommen, außer irgendwie vom Bürgermeister, wo er in der Stadt gewohnt, dass sie da irgendwie 600 Euro zahlen muss. Aber ja, wegen 600 gut, Euro hängt sich doch keiner auf, Das ist ein Viertelmonatslohn, dann ist das doch bezahlt, ey. Michael, du bist so angeschlagen. Und du hast so, ich höre es. Und du hast so ein unglaubliches Schuldbewusstsein, Schuldgefühl, dass ich glaube, dass du das nicht alleine schaffst, mit dieser emotionalen Last zurechtzukommen, auszukommen. Ich würde dir wirklich super dringend empfehlen, dass du in eine therapeutische Hilfe gehst, dass du zu einem Psychologen gehst, um auch von dieser Last loszukommen, die nicht begründet ist, meiner Auffassung nach, aufgrund dessen, was ich jetzt gehört habe. Wenn du die Frau jetzt gezielt hintergangen hättest über Jahre und hin betrogen und belogen. Aber das hast du doch alles gar nicht gemacht. Du hast es doch nicht gemacht. Im Gegenteil, ey. Oh Gott. Du hast seitdem nie einen Psychologen aufgesucht, seitdem. Einmal war ich bei einem. Aber ich kann auch, ich weiß nicht, jetzt sitze ich hier alleine, weißt du, jetzt kann ich irgendwie heulen, ey. Aber wenn ich da so über die Straße, kann ich überhaupt nicht. Ich mag überhaupt niemanden angucken und so damit drüber reden, weil ich kann einfach ganz schlecht über mich selber reden und darüber. Das hast du sehr gut gemacht gerade und völlig klar hast du alles erzählt. Vielleicht kommt vielleicht, weil du jetzt mal gegenüber sitzt, aber auch nicht wieder gegenüber sitzt, weißt du. Aber dennoch, Michael. Telefon, ich sehe dich zwar, klar. Aber. Dennoch, Michael, ist das, sagen wir mal, das war ein Anfang, dass du dich auseinandergesetzt hast oder mal unterhalten hast mit jemandem, wenn ich auch weit weg bin und nur im Fernsehen zu sehen bin. Meine Überzeugung ist, mein Ratschlag ist wirklich ganz dringend an dich, dass du dir psychologische Hilfe holst. Und ich möchte, dass wir jetzt gleich damit anfangen, nämlich, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Anna heißt die Psychologin. Anna. Tolle Frau, wird dir gefallen. Und der konnte ich gut unterhalten. Und ich bitte dich aufzulegen und Anna ruft dich gleich an. Alles klar. Und ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ey, danke, Tobias. Und ich glaube, dass du auch gerne über Täter schickst, ey, dass die Leute sich einfach mal mehr lieb haben müssen, ey. Weiß ich nicht. Und das auch keiner, weiß ich nicht. Man schmeißt auch sein Leben nie weg, egal was man an bekommt. Du glaubst gar nicht, ey. Ich hab keinen Bock auf mein Leben jetzt mehr, weißt du, weil. Aber darüber muss man ja jetzt mal in Ruhe nochmal reden. Du legst auf und wir rufen gleich an. Okay? Alles klar. Okay. Alles tschüss. Gute, Michael. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt geht es weiter mit Ellie. Hallo Ellie, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Abend. Ellie. Ja, ich habe noch eine Entscheidung zu treffen. Du hast eine Entscheidung zu treffen? Ja,
Und zwar, ob ich den Vater meiner Tochter angebe. Und wenn ich das tue, zerstöre ich eine Ehe. Und das könntest du dann auch nie wieder gut machen, daher das zum Thema. Mhm. Genau. Also liegt das bei dir noch in der Zukunft, was da eventuell nicht gut zu machen ist? Genau, genau. Und ich weiß auch absolut nicht, was ich machen soll. Also erzähl mal so ein bisschen Hintergrund. Du hast ein Kind. Wie alt ist das Kind? Das ist sogar jetzt schon anderthalb. Anderthalb. Mhm. So, wer ist jetzt der Vater? Ja, ein verheirateter Mann. Mhm. Mit dem war ich im Prinzip über anderthalb Jahre zusammen. Mhm. Wenn man das zusammen nennen kann. Ja. Ich weiß, er war vorher schon untreu und ich weiß, er ist hinterher wieder mit anderen Frauen auch untreu gewesen. Hast du denn während dieser Zeit oder jetzt auch einen Partner? Nee, ich habe seitdem überhaupt niemanden mehr gehabt. Mhm. Mhm. Also er war jetzt definitiv der Letzte und nicht mehr. Ja, und ich muss jetzt wohl demnächst einen Namen angeben und mache ich das, zerstöre ich eine Ehe. Kann man da so, ich habe da keine Ahnung von, kann man da so lange warten, das Kind ist schon anderthalb Jahre alt, bis man das angibt? Ja. Ja, kann man. Ja. Mhm. Nur wie gesagt, hat meine Tochter ein Anrecht drauf, steht ja auch in ihrer Geburtsurkunde dann drin, ne? Hat der Mann, der ist noch in der Ehe, oder ist die? Ja, ja. Ja. Mhm. Die weiß auch wohl nichts da davon. Die weiß nichts davon. Also ist eine ganz geheime Sache gewesen zwischen euch beiden. Eine Affäre. Mhm. Mhm. Eine Liebesaffäre oder eine Sexaffäre? Von wem aus? Fragen wir erstmal von dir aus. Von mir? Liebes. Eine Liebesaffäre. Von ihm aus sicherlich nicht. Von ihm da mache ich mir erst gar nichts vor. Ah ja, von ihm aus eher eine Sexaffäre. Mhm. Mhm. Habt ihr noch Kontakt im Moment? Nein. Gar nicht. Weiß er das? Ich habe das letzte Mal was von ihm gehört, kurz nach der Geburt, habe ich eine SMS gekriegt und seitdem nie wieder. Und er hat auch die Handynummer gewechselt und ja. Aber er weiß, dass da ein Kind von ihm in der Welt ist. Mhm. Und er hat sich nie dazu geäußert. Er hat auch nie gesagt, ich trage Verantwortung oder ich zahle dir etwas Geld oder gar nichts. Interessiert ihn gar nicht. Hast du Wut auf ihn? Mittlerweile schon, ja. Man hätte wenigstens mal irgendwie mal was sagen oder tun können. Ja. Wenn er sich jetzt ordentlich verhalten hätte, wäre es für dich wahrscheinlich auch schmerzlich, wenn er nicht mit dir zusammenkommt, aber... Du könntest eher damit leben, wenn er sagen würde, okay, ich übernehme die Verantwortung, aber lass es. Ich kann jetzt auch so damit leben. Also das kann ich jetzt schon. Also die Entscheidung, dieses anzugeben, da geht es jetzt gar nicht um dich, du willst ja keine Racheaktion ausleben. Nee. Der Mann ist dir eigentlich jetzt mittlerweile egal, kann ja. Ist so. Ja, ja, absolut. Es geht jetzt nur um dein Kind. Ja. Also ich habe mit meiner Freundin natürlich auch schon drüber geredet, die sagt zu mir, nee, ich soll es nicht machen. Aber wie gesagt, es geht ja um die Kleine. Die Kleine hat ja ein Anrecht drauf eigentlich. Sie möchte sicherlich später mal auch wissen, wer und so weiter. Muss man das dann unbedingt urkundlich haben? Kann man das nicht auch einfach sagen, der Kleinen irgendwann, wenn sie fragt? Ja, natürlich. Das ist es ja jetzt gerade. Was mache ich? Ja, hier steht zum Beispiel, man kriegt jetzt von den Ämtern gesagt, sie hat ein Erbrecht und sie hat das Recht auf dieses Kindergeld und bla bla bla. Also im Prinzip geht es jetzt um die Entscheidung, steht da in dieser Urkunde, ich weiß nicht, wie man es da formuliert, Vater unbekannt? Genau. Oder Vater so und so mit all den Konsequenzen? Wenn es, ich sag's mal, nur, in dicken Anführungszeichen, nur um die Konsequenz geht, das Kind soll erfahren, wer der Vater ist. Dafür brauchte man ja nicht die Urkunde. Das könntest du dem Kind ja irgendwann sagen. Ja. Ne? Aber es geht ja auch noch um andere Dinge, wie ich dich jetzt verstanden habe. Ja, ich meine, sagen wir mal, sie heiratet später. Es ist bestimmt kein tolles Gefühl, wenn man dann eine Urkunde hinlegt, Vater unbekannt, ich weiß nicht. Stelle ich mir nicht als toll vor. Nein, und ich denke ja auch immer, ich finde einfach, verdammt nochmal, die Kerls sollen zu dem stehen, was sie getan haben und die Verantwortung auch tragen. Ja, das denke ich mir mittlerweile auch. So, und wenn der anderthalb Jahre, wie lange war eure Affäre? Die war über fast zwei Jahre. Über fast anderthalb Jahren kann man sagen. Ja, gut. Wenn der so lange mit dir manns genug war, Sex zu haben, dann muss er auch manns genug sein, für die Folgen einzustehen. Mit allen Konsequenzen. Du sagst natürlich, du wirst jetzt diese Familie schützen. Ist ja auch eine ehrenwerte Überlegung. Ja, natürlich. Aber eine ehrenwerte Überlegung ist auch genauso, deinem Kind letztendlich zu attestieren, das und das ist mein Vater. Und vielleicht auch, dass das Kind in gewisse Vorzüge kommt durch diese Vaterschaft. Ja, und deswegen stehe ich mittendrin. Mhm.
weiß nicht, was ich machen soll. Weißt du etwas eigentlich über die Ehe? Hat er darüber gesprochen? Ja, ich habe es ja auch mal kennengelernt. Also von seiner Seite aus läuft sie wohl nicht so toll. Mhm. Und ich meine, wie gesagt, ich weiß, er war vorher schon untreu. Mhm. Und ich weiß auch definitiv, dass er nach mir wieder jemand anders da hatte. Mhm. Weißt du, dann stellt sich auch die Frage, was schützt man denn da eigentlich? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Das ist ja eh wahrscheinlich irgendein Lügenkonstrukt. Vielleicht hilft man sogar der Frau, wenn es auch sehr krass ist für die im ersten Moment. Aber dass der endlich mal die Augen geöffnet werden, was ihr Typ macht und wie er sich rumtreibt. Ja, sie weiß wohl von zwei Affären. Mhm. Und mit uns, das hat sie dann wohl auch geahnt, aber sie wusste es nicht genau. Wie ist das denn bei dir finanziell? Natürlich nicht rosig. Ich war gerade in der Ausbildung. Ach so, das heißt, du könntest die Kohle auch ganz gut gebrauchen, die er eigentlich zahlen müsste. Normalerweise schon, ja. Aber ich meine, ums Geld soll es. Nein, natürlich nicht. Ist nur so ein Nebenaspekt, ne? Ja. Aber auch ein Aspekt. Es ist euer Kind. Warum sollst du denn die ganzen finanziellen Lasten tragen? Ich meine, das ist jetzt wirklich nur ein Nebenaspekt, aber das muss man ja auch so sehen. Ja, schon, aber wie gesagt, ich zerstöre dann eine Ehe. Aber ist die Ehe vielleicht nicht schon längst zerstört? Ja, aber sie leben ja noch zusammen. Aber was heißt das schon? Ja, weißt und du, er hat auch noch ein kleines Kind, das ist ein Jahr älter wie meine Tochter. Mhm. Ich sag jetzt nicht, dass sie im Krankenhaus war und er war bei mir, ne? Das sage ich jetzt nicht. Also so ein ganz netter Kerl scheint er nicht zu sein, ich weiß, aber... Mhm. Dass er nicht Angst hat, dass du ihm da... Deswegen hat er sicherlich auch die Handynummer danach gewechselt. Ja gut, aber du weißt ja, wo er wohnt und du kommst ja an ihn ran, das ist ja kein Problem. Ja, schon, aber ich denke mal, das war bestimmt der Grund. Mhm. Und er hatte bestimmt am Anfang Angst gehabt und wie gesagt, jetzt sind ja anderthalb Jahre vergangen. Er denkt jetzt vielleicht, es ist der Kelch an mir vorbeigegangen. Ne? Mhm. Und aber jetzt steht wohl die Entscheidung immer dringender an. Mhm. Mhm. Ich tendiere dazu, Elli, dass du den Namen angeben solltest. Du bist jetzt der Erste, der das so sagt. Die anderen machen mir eher Vorwürfe, deswegen... Nee. Warum? Warum? Er hat auch diese Verantwortung mitzutragen. Warum soll man ihn schützen? Ja, ich sehe das mit der Frau und der Familie, aber wie gesagt, das ist ja auch alles da, Lug und Trug. Und vielleicht öffnet man der Frau dadurch auch noch die Augen und die hat auch eine Chance, das alles nochmal für sich neu zu ordnen. Ja, also ich tendiere ja auch eigentlich mehr zu ja, aber mein schlechtes Gewissen und dann, wie gesagt, meine Freundin, die sagt auch, mach's lieber nicht. Ja, aber dann würde ich auch vielleicht auch ein bisschen egoistisch denken und auch an das Kind denken. Also in dem Sinne egoistisch denken. Ja, mir geht's auch ziemlich um die Kleine. Ja, das habe ich schon verstanden, dass es dir um dich da gar nicht großartig geht. Ich habe ja auch keinen Vorteil davon. Mhm. Ich meine, ob die jetzt zusammen sind oder nicht, Du willst diesen Mann definitiv nicht haben. Nein. Mhm. Du bist da enttäuscht und das... Ja, auch. Also ich habe mir da auch nie was vorgemacht. Mhm. Ne? Ich meine, es hat mir zwar immer wehgetan, es gab auch viele, viele Tränen von mir, aber nie vor ihm. Hast du da eigentlich darauf angelegt, dass du schwanger wurdest von ihm? Nein. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ich wurde eigentlich schwanger zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht hätte schwanger werden sollen. Also der Zyklus hat sich da sehr wahrscheinlich durch Stress... Aber so mit Verhütung ist dann auch alles schief gelaufen. Bei mir ist nicht sehr viel mit Verhütung, weil ich chronisch krank bin und wie gesagt, ich war der Meinung zu dem Zeitpunkt, ich aber er hat eben auch kein dann, und Kondom haben wir dann nicht benutzt. Mm, mm, mm. Und Pille und sowas ist bei mir nicht drin. Und du bist chronisch krank? Ja. Darf ich fragen, was das für eine Krankheit ist? Ja, ich habe Rheuma und daher darf ich die Pille nicht nehmen. Ja, also im Alter von 30 Jahren schon Rheuma, das kann ja unter Umständen auch eine schwierige Perspektive für dich sein, wenn du älter wirst. Ich will auf was. Ja. Ne? Ja, nein, ich will dir nicht Angst machen, sondern ich will nur auf etwas hinaus, dass du vielleicht auch irgendwann ganz froh bist, wenn du auch eine finanzielle Unterstützung noch kriegst für das Kind. Ja, das ist ja bei mir das Problem. Ich kann ja jetzt nicht arbeiten und ich schaffe das körperlich mit Kind leider nicht. Mhm. Siehst du. Also finde ich doch noch einen Punkt. Ja. Ja, aber das ist nicht viel, was er zahlen müsste. Also das. Also, wirklich, abgesehen jetzt von allen materiellen Dingen, also geht meine Meinung in die Richtung, ja, gib es an, leg es offen. Mehr kann ich ja nicht sagen. Es ist eine Meinungsäußerung. Mir tut es erstmal unheimlich gut, mal jemand Unabhängiges zu sagen. Meine Freundin ist ja da nicht ganz unabhängig, das ist ja ganz klar.
Liebe Elli, jetzt müssen wir Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ja. Aber ich bin froh, dass wir haben ausführlich reden können. Ja, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Jens Diegel. Donnerstag sind wir schon um 11:45 im Fernsehen. Und morgen sind wir wieder um 1 hier im Radio bei 1 Live und im WDR-Fernsehen morgen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Donnerstag übrigens auch eine offene Telefon-Talkshow, 11:45. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sagt ciao bis morgen.